Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Kristall. Meine absolute Lieblingsedition. Und ja, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir fangen neu an. Hä? Irgendwie muss ich die Tasten noch anders einstellen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin ein Mädchen. Hm? Was? Du hast mich aufgeweckt. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Wie spät ist es? 7 Uhr abends. Was? 7 Uhr? Ja. Wie viele Minuten? Wow, 17 Minuten? Ja. Kein Wunder, dass es so dunkel ist. Hi, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich auch den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon leben zusammen und helfen einander. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Leider wissen wir noch nicht alles über Pokémon. Es gibt noch viele Geheimnisse zu lüften. Darum studiere ich Pokémon Tag aus, Tag ein. Wie lautet dein Name? Ja, so natürlich. Ja, so, bist du bereit? Dein eigenes Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Dich erwarten tolle Dinge, aber auch harte Zeiten. Eine Welt voller Träume und aufregender Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Mach dich bereit. Ich treffe dich später. Dies ist dein Fernsehgerät. Ach was. Ja, so schalte den PC ein und nimm keinen Trank mit. Schade. Professor Eichs Pokémon Talk. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Pokémon-Programm. Hier ist DJ Margit, Ihr Co-Moderator. Pokémon, Pokémon-Programm. Und Yasu, unser Nachbar Professor Lind hat nach dir gesucht. Er möchte, dass du etwas für ihn erledigst. Oh, fast hätte ich es vergessen. Dein Pokémon-Com ist von der Reparatur zurück. Da hast du ihn. Yasu erhält Pokécom. Pokémon-Com oder einfach nur Pokécom. Ein wichtiges Gerät auf deinem Pfad als Trainer. Mama, der war kaputt. Also habe ich ihn schon mal in den Händen gehabt. Oh, der Wochentag ist noch nicht eingestellt. Das darfst du nicht vergessen. Welcher Tag ist heute? Montag. Montag, oder? Haben wir Sommerzeit? Nein. 7:19 Uhr in Ordnung? Ja. Geh nach Hause, um deine Uhr auf Sommerzeit oder Winterzeit einzustellen. Übrigens, weißt du über den Umgang mit dem Telefon Bescheid? Ja. Muss man nicht einfach den Pokémon-Com einschalten und das Telefonsymbol auswählen? Telefonnummern werden gespeichert. Wähle einfach den Namen der Person, die du anrufen möchtest. Ist das nicht praktisch? Ach, Mama. Nerv mich doch nicht so. Guten Abend, Yasu. Ich bin zu Besuch. Yasu, hast du schon gehört? Meine Tochter will unbedingt Professor Linds Assistentin werden. Sie liebt Pokémon von ganzem Herzen. Na, wie schön für sie. Jo, Yasu. Ich habe gehört, Professor Lind hat neue Pokémon entdeckt. Ja, hat er auch. Und eins davon gehört mir. Ey, Spacken. Das ist also das berühmte Lind-Pokémon-Labor. Was starrst du so? Ey, Wichser. Ja, so, da bist du ja. Ich muss dich um was bitten. Ich führe gerade neue Pokémon-Forschungen durch. Ich habe mich gefragt, ob du mir dabei hilfst, Yasu. Verstehst du? Ich schreibe an etwas, das ich bei einer Konferenz vorlegen möchte. Aber da sind noch einige Dinge, die ich nicht ganz verstehe. Darum, ich möchte, dass du ein Pokémon-Trainer wirst.
und ein Pokémon trainierst, das ich vor kurzem gefangen habe. Ja. Danke, Niasu. Du bist mir eine große Hilfe. Wenn ich meine Ergebnisse vorlege, werden wir sicher noch weiter in die Geheimnisse der Pokémon vorstoßen. Darauf kannst du dich verlassen. Ja, ich mach die Arbeit und du heimst die Lorbeeren an, oder was? Arsch. Oh, hey, ich habe eine E-Mail. Aha. Okay. Hör gut zu. Ich habe einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Das ist ein kreativer Name, oder nicht? Ständig findet er eigenartiges Zeugs und fängt an, darüber zu fantasieren. Aber jetzt hat er mir eine E-Mail geschickt, in der steht, dass es sich diesmal um etwas Großes handeln muss. Das klingt zwar faszinierend, aber wir sind derzeit mitten in unseren eigenen Pokémon-Forschungen. Moment, ich hab's. Ja, so könntest du der Sache nachgehen? Ich möchte, dass du eines der Pokémon aus einem dieser Bälle trainierst. Du wirst der erste Kamerad dieses Pokémon sein. Ja, so. Such dir eins aus. Bist du Feuerriegel? Das Feuer-Pokémon? Ich bin jetzt übrigens irritiert, dass nicht alles in Farbe ist. Mal gucken. Nein. Überleg es dir gut. Die Wahl deines Partners ist sehr wichtig. Die Verpackung des Snacks, den Professor Lind gegessen hat, befindet sich hier. Oder ist es Absicht, dass das hier alles grau ist? Ja, ne? Warte, wohin gehst du? Ja, ich wollte ja nur mal gucken. Wählst du Kanimani das Wasser-Pokémon? Nein. Wasser ist ja mein Element, aber Wasser-Pokémon kann man so viele von Rot, Feuer und Pflanze. Auch Pflanze besonders, aber... Oh, ich mag Endivia am liebsten. Die ist so niedlich. Entscheidest du dich für Endivia, das Pflanzen-Pokémon? Ja. Ich bin auch der Meinung, dass dieses Pokémon sehr gut ist. Yasuo erhält Endivia und kann das jetzt auch im normalen Ton lesen. Möchtest du Endivia einen Spitznamen geben? Ja. Das ist natürlich ein Männchen. Gute Frage. Wie nenne ich das denn? Yeah. Mr. Pokémon lebt ein wenig nördlich von Rosalia City, dem nächsten Ort. Der Weg führt dich fast direkt dorthin. Du kannst es nie verfehlen. Aber nur für den Fall, dass... Hier ist meine Nummer. Ruf an, wenn es etwas gibt. Ja, so erhält Lins Nummer. Yay. Ist dein Pokémon verletzt, solltest du es mit Hilfe dieser Maschine heilen. Benutze sie so oft du willst. Yasuo, ich zähle auf dich. Danke. Yasuo, ich möchte, dass du das mitnimmst. Yasuo erhält Trank. Und schickt ihn in die Item-Tasche. Wir sind nur zu zweit und wir haben viel zu tun. Deswegen stehst du da auch die ganze Zeit rum und machst nichts. So, eben Mutti Bescheid sagen. Mutti? Wie lautete der Auftrag von Professor Lind? Das klingt nach einer wahren Herausforderung. Aber du kannst stolz darauf sein, dass sich die Leute auf dich verlassen. Ja, bin ich auch. Danke, Mutti. Ach so, der hatte eine Beere dabei. Das ist okay, dann kriegt er die jetzt wieder. So niedlich. Ja, dann laufen wir mal los. Route 29. Rosalia City, Neubokia. Pokémon verstecken sie im Gras. Niemand weiß, wann sie auftauchen. Stimmt wohl. Und mein erstes. Was ich nicht fangen kann, natürlich, aber...
Ein wildes Hut-Hut. Oder Hut-Hut. Gib ihm Saures. Es muss natürlich diese 2 KP da bleiben, ne? Jo, wie geht's deinem Pokémon? Sind sie schwach und nicht bereit zu kämpfen? Halte dich vom Gras fern. Ja, das ist nicht so einfach hier. Nee, hier ist nix. Ich muss doch oben rum. Ich wollte eine Pause einlegen, darum habe ich meinen Spielstand abgespeichert. Bin ich jetzt aus Versehen dieselbe Stelle wieder runtergesprungen? Jo, natürlich. Na, jetzt werde ich halt nochmal angegriffen, was soll's. Und es ist noch eins. Das dürfte uns aber schon den ersten Level abbescheren. Was ist denn, Bubu? Jawohl. Wie geht er erreicht Level 6? Oh. Ich wollte noch gerne ins nächste Dörfchen, bevor die 15 Minuten rum sind. Ein wildes Radfratz auf Level 2, herrje. Vegeta heilt sich mit Beere. Hallo. Siehst du die Stufen? Du kannst nicht raufklettern, dafür aber hinunterspringen. Du kannst nach Neuborkia gehen, ohne durch das Gras zu laufen. Rosalia City. Ja, der Opa macht mit uns eine Führung. Die machen wir jetzt aber nicht. Denn das dauert zu lange. So. Deswegen machen wir einen Schnitt und beim nächsten Mal sehen wir uns in Rosalia City um. Bis dahin.